Keine Sorge, es geht gleich los. Dauert immer ein bisschen. Ich wünsche, ich hätte irgendwelche Eingangsgeplinke. Aber da ist die Kamera. Ich glaube, ich muss die Kamera echt mal woanders hinstellen. Problem ist, ich halt irgendwelche Tische, die ich dann halt nicht unbedingt zeigen möchte. Da hoffe ich jetzt eigentlich warte. Normalerweise kriege ich immer noch eine kleine Push-Benachrichtigung von Twitch. Dass ich anpassen kann, was ich eigentlich gerade spiele. Das muss diese moderne Technik sein. Aha. Alles muss man selber machen. So, fertig. Zurück. Entschuldigung, ich musste hier. Ja, willkommen. Ich sehe schon, Sie haben auch noch ein bisschen Hoffnung, was das Jahr anbetrifft. Ja, ich dachte, ich muss immer morgens noch ein bisschen was einstellen. Ah, jetzt kriege ich die Nachricht aufs iPhone. Leck mich fett. Oder wie heißt das heutzutage? Nee, ich kriege ja immer so noch so eine, also nicht immer, das ist ja das Problem. Eine kleine Mitteilung aufs Smartphone, wenn ich den Stream beginne. Ich habe den einen Hintergrund, Bitte auch auf hilf dem uns. Hintergrund. Wir sitzen echt in der Scheiße, Mann. Ich glaube, ich komme hier nie mehr weg. Geht mir genauso. Ich hole Hilfe. Ach stimmt, du wolltest Hilfe holen. Zeitverschwendung. Was sollte ich jetzt sagen? Genau, ich kriege oft von der Twitch-App eine kurze War nicht sehr Benachrichtigung. schlau, mir das mit der Waffe zu verschweigen, ha? Huh? Ich fasse es nicht, dass du sauer bist. Wir leben noch, oder? Noch leben wir. Aber nächstes Mal erwischst du vielleicht jemanden aus unserer Gruppe. Mein Gott, hat der eigentlich getragen. Und in dieser Mitteilung kann ich dann Professor? eintragen, welches Andrew! Spiel ich spiele. Oft wird es erkannt, aber halt auch nicht immer. Scheiße! Und Das war's! ja, hi. Hi, da reingebunden. Ja, ich kann dich leider nicht Der sehen, aber Pastor, herzlich willkommen. Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Klang gar nicht gut. Noch ein Prozess? Diesmal nicht. Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Das Spiel ist voll Ja, laut. die war auch da. Und ich zu leise? Sind wir jetzt? Ich schau mal kurz. Ich schau mal kurz, ob ich da an den Toneinstellungen was. Abändern kann. Das wäre ja was, wenn man mich nicht, wenn man nicht, naja, gut, man könnte man sich mich sicher, also das Spiel, das Ganze leiser machen, aber mich ja auch irgendwann nicht mehr. Ist ja auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Einstellung, vielleicht den Audio und Sprache. Heimkino. Jetzt bin ich mal wieder am Weg, ey. So, ich mache die Gesamtlautstärke einfach mal runter. Ich mach's mal auf 75%, dann kannst du mal sagen. Das ist. Also Titel brauche ich nicht mehr. Ja, ich hatte das jetzt. Er ist natürlich nicht gespeichert. Zurück.
Jetzt aber, jetzt erst recht. Naja, ist ja wichtig zu wissen, wenn das mit dem Ton nicht passt. Dieses Ding ist noch da. Da drüben. Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Und falls ja, was dann? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmerem bewahren. Okay. Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt. Das schreit quasi nach Quicktime-Event. Kleiner? Bist du da? Diese Worte schmerzen mich, doch deine Bestrafung wird erfolgen für unser Heil und Schutz. Verschont ihn, ich bitte euch. So schwer es ist, Kind, eines Tages wirst du es verstehen und mir danken. Geh fort von hier, Mary. Dein Flehen ist vergebens. Du sollst nicht Zeugin meiner Qualen werden. Wer soll mein Hüter sein, wenn du fort bist? Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird dein Hüter sein. Eine Entscheidung, die nicht jeder hier gutheißt. Der jüngste Tag wird kommen über alle. Sprich dein Gebet. Nein! Nein! Sieh, Kind! Sieh, wen ich verschonen sollte! Sieh, er ist nicht mehr von dieser Welt! Verlorene Seele, der Teufel verleiht dir diese Kraft! Oh. Wünschen, dass es so schnell ging, ey. Das sieht für den Rücken nicht gut aus. Er war genau hier. Ich hab ihn gehalten. Ich war dabei. Konnte nichts tun. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Mich hat es auch fertig gemacht. Die ist hinterlistig? Oder muss ich das noch freischalten? Schau mal, ich das noch freischalten. Prozesse? Was stimmt nicht mit denen? Sie hätten ihn nicht töten müssen. Tut mir leid, das ist so kaputt. Das Muster ist klar. Angela wird nach der Hinrichtung ihres Pendants getötet. Und jetzt hätte es Taylor gerade fast erwischt. Zuerst stirbt dein Pendant. Und dann du. Wie ungemein tröstlich. Vielen Dank auch. Ist es nicht besser zu wissen, was passiert? Es will uns in die Enge treiben. Es ist da draußen. Was machen wir denn jetzt? Leise.
Da draußen. Hört. Es ist draußen. Noch. Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche, das mögen wir nicht. So? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Er hat recht. Drin sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Ja, komm. Ich schätze, hier zu bleiben macht schon Sinn, oder? Denkst du, das ist am besten? Man versteht mich nicht. Wir haben keine andere Wahl. Wir bleiben. Wir sollten weg, solange es noch geht. Das hier ist eine Falle. Keiner von uns stimmt dir zu. Laut Mehrheitsbeschluss. Also, nur mal kurz ein Verständnis. Das Spiel ist lauter, als ich es bin. Wäre interessant zu wissen, ob das bei allen Spielen so ist. Weil dann sage ich einfach, ich mache das nochmal runter, weil sehe ich auf. Okay. Dann mache ich das nochmal auf 65% Gesamtlautstärke. Und jetzt gucke ich nochmal, ob ich mich selber nochmal lauter machen kann. Wahrscheinlich nuschle ich wieder zu sehr. Einstellung für Audioaufzeichnung. Gut. Es tut mir echt leid, das werde ich danach dann nochmal einstellen. Warum auch immer. Verstehe ich nicht. Aber wohl ist mir dabei nicht. Absolut. Okay. Sehr seltsam. Dann werde ich das bei Gelegenheit nochmal bei dem anderen Spiel testen. Vielleicht ist es ja wirklich. Diesmal habe ich irgendwas am Kopfhörer gedrückt. Jetzt höre ich nämlich nichts mehr. Macht, glaube ich, erstmal nichts. Ich teste einfach gleich, ob ich irgendwas höre. Das sind mehrere. Na, ganz toll. Hört mal. So, jetzt habe ich erstmal meine Sachen wieder zurückgestellt. Ich höre jetzt nichts mehr. Ah, guck mal, hier liegen ein paar Blätter rum. Niemals. Das muss dieser Prediger sein, der hier überall auftaucht. Ja, gut. Und was siehst du schon?
Scheiße! Scheiße, oh. Ich bin Felgen raus, schnell! Lauf! Versteck dich! Schnell! Ah, das könnte der Typ sein, der von oben runtergefallen. Okay, der könnte vielleicht wirklich. Mit dem Messer. Weil was der alles im Körper drin stecken hat. Mit dem Messer nicht so viel ausmachen. Wo bist du? Taylor, komm schon! Sag doch was! Wir müssen jetzt was tun! Warte doch mal! Wir müssen ruhig bleiben! Nein, wir müssen Taylor retten! Daniel! Taylor! Der Nebel macht's echt nicht besser. Links oder rechts? Links oder rechts? Komm. Bist du das? Ich bin hier drüben. Taylor! Ich dachte schon, er zieht jetzt seine Pistole in. Es ist so schön, euch zu sehen. Hatte schon Bonusinhalt freigeschaltet, war ja. Wir sind noch nicht außer Gefahr. Kurze Pause. Nicht stehen bleiben. Weiter geht's. Nein. Er braucht eine Pause. Vergiss es. Diese Biester jagen uns, nicht euch. Wir müssen hier weg. Keiner von uns ist sicher. Nicht heute. Okay. Wie geht's weiter? Weiß nicht genau. Lasst uns hier eine Weile ausruhen. Ja, ausruhen. Gesagt, schlaf eine Runde, du schläfst. Respekt. Schön wär's. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Also. Wir wissen jetzt, dass keine Hilfe kommt. Wir sind allein. Sieht ganz so aus. Der beste, vielleicht einzige Weg ist, dass wir Mary stoppen. Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten, klar, aber... Moment, ich will mal kurz gucken. Weiß ich, ob man das mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft. Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht.
Vielleicht können wir irgendwo helfen. Fühlt sich alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas tun können. Mary ist der Schlüssel zu allem. Den Verhandlungen, den Hinrichtungen. Klar, aber wie sollen wir sie stoppen? Vielleicht ist sie ja nicht mal echt. Jetzt ist es zu spät. Aus. Ende. Mary sieht wie ein Kind aus, aber sie ist das Böse in Person. Wir müssen sie stoppen. So einfach ist das nicht. Wie gesagt, sie ist nur ein Kind, das ist... Hör mir zu. Wenn wir sie sehen, stoppen wir sie um jeden Preis. Was war das? Scheiße, das Biest will mich wiederholen. Ja, mutig. Nicht schießen. Du verrätst uns noch, jetzt steck die Waffe weg. Es ist schon direkt über uns. Ja, tatsächlich. Das ist noch der Typ aus der Bar. Ziel mit dem elenden Ding auf jeden anders, ja? Angela! Das freut mich. Gott. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Wie ist die da rausgekommen? Wärst fort. Wir dachten... Naja, wir sind froh, dass du noch lebst. Aufhören. Ich werde noch ganz rot. Aber danke. Keiner legt sich mit dir an. Echt jetzt? Du bist hart im Nehmen. Also die Crew ist wieder vereint. Du hast alle zusammen. Gut gemacht. Naja. War Teamarbeit. Gerade ist dich wegzubringen. Wir haben noch mehr dieser Dinger gesehen, seit du weg warst. Das Biest, das mich gejagt hat, war der Horror. Und davon gibt's noch mehr? Was sind das für Dinger? Kommst du ohne deine Brille klar? Und ob ich das tue? Hier gibt's so viel, was ich nicht sehen will. Die Brille ist weg, aber dein Humor ist noch da. Gut. Hörst du das? Hab's gehört. Nicht weit weg. Nicht stehen bleiben. Ja, da sind wir wenigstens wieder in der Fünfergruppe. Ich helfe dir runter. Wie hat er jetzt da rausgeschafft? Lauf! Los, schnell! Jetzt wart doch mal! Warte! Andrew, hey! Gut, jetzt sind sie wieder aufgeteilt. Professor? Angela, hallo? Daniel? Taylor? Wo seid ihr, verdammt? Eine berechtigte Frage. Dass sie loslässt! Oh!
Nein! Was macht der da? Wie wir es da heil rausgeschafft haben. Freu dich nicht zu früh. Wir sitzen immer noch in diesem Drecksloch fest. Und diese Monster lauern noch auf uns. Wir müssen weiter. Besser das eigene Selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen, Himmel oder Hölle. Vielleicht wird ihnen ja langsam etwas klar. Dass die Dinge und die Menschen nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. 3 Hinrichtungen, 3 gequälte Wesen und keine Seele verloren. Sie machen sich sehr gut. Weiter so. Schon eine Idee, was noch auf sie wartet? Versteckt im Nebel? Echt gemein ist, was da kommt. Tja. Haltet Ausschau nach dem Mädchen. Wir müssen sie stoppen. Die taucht bestimmt bald wieder auf. Nur eine Idee, aber vielleicht müssen wir ja unsere Pendants retten, um uns selbst zu retten. Ich wurde erst gejagt, nachdem mein Double starb. Also eins steht fest. Die Leute haben alle kein iPhone. Sonst wäre der Akku schon längst leer. Ist hier irgendwas nicht kaputt? Ein berechtigter Einwand, ja. Leuchtkäfer. Daher kommt das Licht. Irgendwie schön, oder? Sieht seltsam aus. Nein, nicht möglich. Es muss ein Irrtum sein. Vergib mir diese späte Störung. Ich muss dich sprechen. Es quält dich, mein Freund. Es ist Mary. Ich sorge mich um ihre Rolle in den Prozessen. Wir sorgen uns alle. Das ist nicht alles. Ich sah sie lächeln, als ihre eigene Schwester starb. Sie genoss es. Bist du sicher? Ja. Doch nun spricht sie von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur Unheil. Zu spät. Ihre Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Deine Großmut bringt dich in große Gefahr. Was rätst du mir? Lege Zeugnis ab über deinen Verdacht, dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzte unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihren Hirngespinsten. Nun denn. Wenn man mich anhört, spreche ich. Ich bin verhext.
Du bist nicht verhext. Wie könntet ihr sonst vor mir das stehen? Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Nur der Teufel könnte einen Dämonen schaffen, der mir gleicht. Ich bin kein Dämon. Aber wir sehen wirklich gleich aus. Und ja, das ist voll krass. Was wollt ihr von mir? Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary. Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Doch jetzt zweifle ich. Du traust mir nicht. Aber du musst aussagen. Erzähl ihnen von Mary. Hör auf deinen Freund. Ihr seid ein Trugbild des Teufels. Ich darf nicht wanken. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Seltsame, verstörende Vorkommnisse gibt es nun zuhauf. Ihr, was immer ihr seid, seid nur eins davon. Die Entlarvung Marys mag meinen Freund retten, doch es ist eine schwere Last, durch diese Tat ein Kind zu verdammen. Ein Kind anklagen ist falsch. Der Priester ist der wahre Übel. Wir müssen sie stoppen. Anders geht's nicht. Reverend Carver ist ein Mann Gottes. Ganz ohne Zweifel. Gute Frage, ob die Entscheidung so richtig war, die ich getroffen habe. Großer Fehler, Mann. Deine Nächstenliebe wird uns noch alle umbringen. Hoffe, du irrst dich. Wäre besser für uns. Was ist los? Konntet ihr Mary konfrontieren? Jetzt auf einmal schalte ich einen Bonusinhalt nach dem nächsten frei. Mist! Wir können in das Gebäude rein. Da war Andrews Double, Abraham. Der wollte eigentlich gegen Mary aussagen, aber der liebe Andrew hat's ihm ausgeredet. Ein kluger Schachzug. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Wir sehen Zeug, das hier vor Hunderten von Jahren geschehen ist. Nicht gut. Diese Dämonen? Weiß nicht, wie lange ich den Scheiß noch aushalte. Es überrascht mich selbst, aber tja, ich fühle mich als Teil des Teams. Die Erklärung dafür macht keinen Sinn. Finde ich echt gut. Gar keinen. Passiert mir sonst nie. Ja, voll gut. Ich habe heute auch viel gelernt. Wenn auch nur von Geistern und Dämonen. Wir hätten einen dieser Fuzzis gebraucht. Ein Paladin, einen Gotteskrieger. Oh, wow. Du bist ja ein richtiges Gamer-Girl. Ich bin halt voller Überraschungen. Die reinste Wundertüte. Fahrt's ab. Wir sollten los. Scheiß auf diesen Ort und unseren dämlichen Unfall. Das kam überraschend. Nein, das hat nicht gereicht. Taylor! Hä, wie können die so schnell weg sein? Taylor! Taylor, halt durch! Verdammtes Scheißreh! Jetzt schneller als gedacht. I can't believe Taylor's gone.
What the fuck? Wir müssen weg von hier. Seht doch mal da. Das führt uns aus diesem Wald raus. Wir können unterwegs reden. Oh, also das kam jetzt gerade ein bisschen überraschend. Also, dass sie gestorben ist. Ich rechne ja irgendwie schon seit, ich glaube, 3 Spielstunden habe ich das. Dass ich kann es nicht glauben. Bisher konnte ich das perfekt rausfinden. Ich glaube es nicht. Mal sehen, ob die danach zu zweit unterwegs sind. Taylor kann nicht tot sein. Ich bin so ein Arschloch. Hätte sie retten können. Sie mochte dich offensichtlich sehr. Um diesen Albtraum zu beenden, müssen wir Mary stoppen. Ihre Lügen. Du hättest Mary als das entlarven können, was sie ist. Eine Lügnerin. Sie hätt's verdient. Warum hast du's nicht gemacht? Wir wissen nicht sicher, ob es uns hilft, Mary aufzuhalten. Nur eine Theorie. Mag nur eine Theorie sein, aber was bleibt uns sonst übrig? Wir haben nur eine Chance. Ein Fehler und wir sind erledigt. Aus die Maus. Tun wir, was immer nötig ist. Na los. Sehen wir uns um. So, bevor ich jetzt das Gebäude untersuche, es tut mir leid. Ich muss einmal für kleine Jungs und ich muss Kaffee machen. Hat natürlich zwei unterschiedliche Abläufe. Ich mache zuerst den Kaffee an. Und Kaffeetasse finden. Ah, die Kaffeetasse steht schon unter der Dings. Die Kaffeetasse steht schon in der Kaffeemaschine. Yeah. So. Guter Jakobs Kaffeecreme. So, ich verabscheue mich. Kaffeemaschine anmachen. Ich bin gleich wieder für euch da. So, mal eine kurze Werbepause, ne? 3 Minuten geht's weiter.
Tududu, so, ich bin wieder da. Schöner schwarzer Kaffee. Ich habe jetzt noch einen Apfel nebenher aufgeschnitten. Das klingt noch ein bisschen. Okay. Ja. Hashtag Snack. Snaggy Snack. So, ich glaube, als nächstes ist der Endshow dran. Rein theoretisch. Nachdem die jetzt ja alle wiedergekommen sind, überlegt was, kann es sein, dass wirklich noch jeder stirbt. Mhm. Achtung, Vorahnung. Wow. Ich glaube, da braucht man auch tierisch viel Kraft. Kein Eingang. Wie überall in dieser Stadt. Und immer mal kurz zurück. Ich mal setzen was zum Aufheben oder setzen nichts zum Aufheben? Nee, ist nichts zum Aufheben. Bürgermeister begrüßt Grundstücksverkauf. Besorgnis über weitere Proteste wegen Fabrikschließung. Ja, gut. Eine Kurve in der Zukunft, der hat wohl gut funktioniert. Ja, geh mal rein. Schaut mal! Ich glaube, wir haben jetzt jeden schon mal gesehen von den Hauptcharakteren in der Parallelgeschichte. Der Typ ist gefährlich. Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da! Tja, hier drin war schon lang keiner mehr. Muss ich wohl vor dem Richter sprechen? Ach, mir graut davor. Ob sie meinem Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Viele sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daran wächst nichts Gutes. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels. Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Gericht steht in der Pflicht, die Wahrheit zu ergründen. Daher müssen wir auch vernehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich dennoch an, Judge Wyman. Die Zeit drängt, Reverend. Fasst euch kurz. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut. Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglimpft. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Wer soll Ihr neuer Vormund sein, Reverend? Ich bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Wenn ihr zustimmt.
Zunächst muss das Gericht Abraham anhören. Erst dann können wir über das Kind entscheiden. Abraham? Keine Ahnung. Was soll ich nur tun? Manche wollen Mary verdammt sehen. Doch ist ein Kind wirklich solch böser Taten fähig? Das ist schwer. Na klar. Wäre es für jeden. Mary ist nur ein Kind. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge. Heraus damit. Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope obwaltet. Erspar uns die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary leidet sehr. Die Erscheinungen, die sie sah, sie quälen sie, nahmen ihr die Unschuld. Manche sagen, sie sei mit dem Teufel im Bunde. Doch niemand ist sicher. Ich am wenigsten. Was wissen wir schon von einer Kinderseele? Du sprichst mir das Vermögen ab, die Wahrheit zu sehen? Vergib mir bitte. Solches würde ich niemals wagen. Genug der Zeitverschwendung. Du und der Pastor haben für heute genug gesagt. Ich bin nicht fertig. Ich gab dir bereits genug Zeit. Zudem wird Mary in die Obhut von Reverend Carver gegeben. Und nun schweig! Okay, sehr interessant. Erzählt mir alles. Habt ihr Andrews Double gesehen? Er hat ausgesagt, Mary sei unschuldig, dass sie hier das Opfer sei. Das ist scheiße, wirklich scheiße. Mist! Und was passiert jetzt? Kann ich essen? Das hilft uns. Muss es. Wir wissen jetzt, dass wir ändern können, was passiert. Denkst du, er hat recht? Es war, wie er gesagt hat. Was zum Teufel? Wir müssen weg. Nicht sie raus hier. Oh. Das Bild im Hintergrund. Was für Klamotten. Das muss ja ewig her sein. In den 70ern lag mein Leben noch vor mir. Ach, Mensch. Vielleicht gibt's einen Ausgang. Im Erdgeschoss. Keinen Aufgang? Wo willst du denn hochgehen? James Clark. Okay. Achtung, noch mehr Patronen. Was? Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich von dem Text wirklich schlauer geworden bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Schwer vorstellbar, aber dieser Ort war mal voller Leben. Und jetzt liegt hier einfach alles in Schutt und Asche. War das nicht eine Kirche? Ich dachte, das war eine Kirche. Ach, nicht stimmt. Hörst du das? Da unter uns. Wir müssen unbedingt hier raus. Schnell.
das ist schwer. Andrew, beweg deinen Arsch und hilf mir. Was ist? Ich gehe hier hin, du da drüben. Dann schieben wir. Gut. Und los! Vielleicht war das doch keine gute Idee. Hey, alles gut bei dir? Hilfe! Das ist das Einzige, super, ey. Verblüfft. Ja. Okay, ich wollte gerade sagen, das allererste hätte er vielleicht noch überlebt, je nachdem, ob er unterhalb der Lunge getroffen wurde. Aber spätestens das mit dem Auge. Genau wie Taylor. Tut mir leid. Dafür hat die Angela überlebt. Gut, hinter der ist ja auch noch jemand hinterher. Das Biest scheint weg zu sein, könnte aber jederzeit zurückkommen. Wir müssen weiter. Ach, das ärgert mich viel, wie jetzt bei Taylor. Einfach auf der Straße weiterlaufen und sollen immer schön geradeaus. Auf der Suche nach einem Busfahrer. Slam da raus, nicht den Busfahrer suchen. Wir werden alle sterben. Er ist auf jetzt. Wie gesagt, ich bin so jemand, ich hab gerne ein paar Informationen. Okay. Geheimnis gefunden. Altes Auto. Ich glaube, ich muss bei der noch spöttisch freischalten, um eine Trophäe zu bekommen. Aber ich glaube, ich bei der anderen nicht gekriegt, hat noch was gefehlt.
So, das Auto wird jetzt untersucht. War jetzt da vorne? Nee. Was ist das? Was auch passiert, wachsam bleiben. Schönes kleines Mädchen. Ich verstehe das hier nicht, aber macht nichts. Oh. Da habe ich wohl einiges nicht freigeschaltet. Na gut. Mal kurz gucken. 40. 45. Bis 50. Geht's wohl. Keine Ahnung, wie das hier zusammenhängen soll. Aber mach nichts, das kriege ich irgendwo nochmal aus. So. Da fällt mir auch noch einiges. Solange ihr lebt, ist niemand in Little Hope sicher, Joseph. Drum müsst ihr sterben. Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mich ruhig. Doch wagt es nicht, meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Oh, wen schützt ihr schon? Joseph, entsagt ihr dem Teufel und all seinen Herren. Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels. In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Und Schuld ist die Satansbrut. Mary. Wir müssen das stoppen. Fort von mir! Gib das her! Seht! Seht, wie das arme Kind leidet. Joseph hält sie noch im Griff des Teufels. Echt jetzt? Mehr Steine! So zermalmen wir den Teufel in ihm. Zaudert nicht. Das Schicksal von Little Hope hängt davon ab. Das hält der Körper nicht auf lange. Super knapp. Kurz, dann ist er relativ hoch. Es ist aus. Wir entkommen diesem Albtraum nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Zeit für was? John, was machst du da? Ich lauf nicht mehr weg! Wird Zeit, Taylor und Daniel zu rächen! Bist du verrückt? Wir müssen weg! Na gut, den Foto haben wir schon gesehen. Ich muss verstehen. Jetzt auf einmal Fähigkeiten. Komm her, du Biest! Trau dich! Nein, 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 nein! Die Szene habe ich gerade am Anfang gesehen. Nein! Angela!
Wir helfen uns beide. Oh, du machst die Karte. Das war noch in der Zeit. Okay, jetzt sind wir noch stehen und dann. Wir müssen weg. Los jetzt. Ja, das passiert mal was, nicht wahr? Das Ding hat nur auf mich abgesehen! Weg hier jetzt! Ich halte es auf! Das musst du nicht tun! Lauf weg, bitte! So bin ich auch entkommen! Das ist dämlich! Du musst da weg! Ist es weg? Ich sehe es nicht mehr. Vor allem beim anderen Viech, das hat irgendwas Schweres durchgeschlagen. Ist einfach mal schön ins Auge. Wo verdammt sind wir jetzt? Sieht aus, als wäre es abgebrannt. Hier stimmt was nicht. Ja und? Das kennen wir doch schon. Ich wollte gerade sagen. Okay. Das verstehe ich. Das heißt, wir werden irgendwo nochmal Unterstützung durch den Helikopter bekommen. Okay. Verstehe ich nicht. Also, was uns das jetzt sagt. Hey, spiel nicht ab. Ein ganz böses Gefühl. Ja gut, ich höre immerhin höre ich noch Musik. Bewegt sich bewegt sich noch mit. Naja, Share kann ich noch machen, aber die Option geht nicht mehr. Okay, also mir ist das Spiel abgeschmiert. Gut. Einen Schluck Kaffee.
Oh.